Der ehemalige griechische Finanzminister Yannis Varoufakis hat am 4. Mai bekannt gegeben, dass die deutschen Behörden die Forderung seiner Anwälte abgelehnt hätten, ihm die Gründe für sein Einreiseverbot in die Bundesrepublik mitzuteilen. Da würde mich interessieren, auf welcher Grundlage verweigern denn die verantwortlichen Bundesbehörden einem aktiven Politiker, der mit seiner paneuropäischen Partei, die im 25 auch hier bei den U-Wahlen präsent ist, eine Begründung dafür, dass er dieses Einreiseverbot für die Bundesrepublik erteilt bekommen hat? Herr Warwick, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir uns zu Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern können und dürfen. Und da müssten Sie sich an die Bundespolizei wenden oder gegebenenfalls hier an die Berliner Landesbehörden. Aber das ist ja trotzdem was mit bundespolitischen Ausmaßen. Sie haben einen aktiven Politiker, dessen Partei auch antritt hier zu den EU-Wahlen. Dem wird der Zutritt zur Bundesrepublik verweigert. Und dann wird ihm auch noch die Begründung dafür verweigert. Und Sie erklären mir jetzt, das ist alles das betrifft sozusagen die Bundesregierung nicht, das ausschließt Sachen der Berliner Landesbehörden. Habe ich Sie da richtig verstanden? Also Herr Warwick, das behaupten erstmal alles Sie, davon mache ich mir nichts zu eigen. Und wer die zuständigen Behörden sind für etwaige Maßnahmen, habe ich Ihnen genannt. Und dann gehört sich das so, dass Sie sich bitte an diese Behörden wenden. Ich bleibe thematisch nochmal bei Ihnen, Herr Warwick. Sie hatten zu Nord Stream eine Frage vor.